Hallo ihr Lieben, es ist Mittwoch und das bedeutet, es gibt ein neues Mittwochsangebot im Shop von Kreativdepot. Und ihr seht es schon, heute geht es los mit der neuen Produktreihe Siegelliebe. Wir vom Designteam hatten euch das ja schon mal vorgestellt, so angeteasert, was da auf euch zukommt. Und heute könnt ihr als Mittwochspezial einmal die Pistole bekommen, die zeige ich euch gleich, und ein bisschen was an Wachs. Da zeige ich euch gleich, welche Wachs-Sticks es heute im Angebot geben wird. Und ich würde sagen, das Video heute nutze ich so ein bisschen, um euch das Wachssiegel-Thema mal ein bisschen näher zu bringen. Also ich bin selber auch gar kein Profi da drin. Ich habe auch nicht wirklich viel Erfahrung damit. Aber ich habe mir mal so ein paar Videos auch angeschaut, was man so damit machen kann. Und ich würde sagen, dass ich euch einfach mal so ein, zwei, drei Ideen dazu gebe, wie ihr die Wachssiegel euch gestalten könnt und wie ihr sie dann auch verbasteln könnt. Also ich werde jetzt in dem Video wahrscheinlich es nicht schaffen, auch noch die Siegel zu verbasteln. Aber wer das Thema Wachssiegel so kennt, der weiß ja, aus der Historie heraus wurden Wachssiegel früher benutzt, um Briefe zu schließen oder wichtige Dokumente zu besiegeln. Das ist natürlich jetzt heute nicht mehr der Fall, aber ich finde es trotzdem wahnsinnig schön, diese Siegel zu erstellen. Ist auch irgendwie wieder was ganz Meditatives. Kann man sich stundenlang mit beschäftigen, habe ich festgestellt. Und die Farben sind einfach wunderschön. Ich würde aber sagen, als erstes zeige ich euch mal die Pistole, die es heute als Mittwochsangebot gibt. Da bekommt ihr einmal nämlich dieses Stück hier. Die hat einmal hier vorne einen Ständer, den könnt ihr auch einklappen. Hat hier den An- und Ausschalter. Hier hinten, das zeige ich euch gleich, werdet ihr sehen, wenn die Pistole erhitzt, dann leuchtet das hier hinten auch. Hier oben steckt ihr die Sticks rein und hier unten kommt dann das flüssige Wachs raus. Wenn ihr mit dieser Pistole arbeitet, dann müsst ihr natürlich immer darauf achten, ne? Wo ihr sie stehen habt. Das wird hier vorne auch heiß. Nicht irgendwo hinlegen und dann liegen lassen. Ne? Das ist tatsächlich nicht ganz ungefährlich, wenn das irgendwie unbeaufsichtigt ist. Daher einfach nur noch mal der Warnhinweis: Wenn ihr damit arbeitet, dann bleibt bei der Sache und geht nicht einfach weg und lasst das liegen. Das ist ein elektrisches Gerät. Deswegen einmal nur kurz der Sicherheitshinweis dazu. Genau. Und auch hier habt ihr das Label mit drauf, Siegelliebe. Ja, und ansonsten gibt es zu der Pistole gar nicht so viel zu sagen. Längeres Kabel. Ich werde jetzt die Pistole gleich einmal anmachen, wenn ich euch die Wachssticks einmal vorgestellt habe, weil die Pistole wird relativ schnell auch heiß. Da kann man recht zügig mit loslegen. Aber als erstes möchte ich euch noch die Farben, die es geben wird, heute vorstellen. Ich habe mir dazu einen, ja, Farbfächer schon mal erstellt. Da seht ihr auch schon mal die Motive zum Teil. Als Mittwochsangebot gibt es heute aber nicht die Motive. Also wir werden zwar mit einem hier von den Siegeln arbeiten, aber die kommen erst am Freitag in den Shop. Heute gibt es die Pistole und das Wachs, aber trotzdem, ihr kennt die Motive jetzt auch schon ein bisschen von den Sneak Peeks, also von daher keine Unbekannte. Genau, also ich habe mir das hier so ein bisschen als Farbfächer auch gemacht. Es gibt die Farbe Gold, das ist einmal diese hier. Also das sind auch wahnsinnig tolle irisierende Farben. Ich hoffe, ihr könnt es auch so ein bisschen hier sehen. Ich versuche euch das jetzt immer so ein bisschen anhand von diesem Farbfächer zu zeigen, weil ich da einfach die größere Fläche schnapp und ihr so ungefähr sehen könnt, wie das aussieht, wenn das ja mit dem Wachs und dem Siegel bearbeitet ist. Genau, dann gibt es einmal Roségold. Das ist dann diese Farbe hier. Hat noch mal so einen ganz leichten rötlichen Touch. Dann gibt es die Farbe Silber. Also auch nicht wundern bei meinen hier. Ich habe hier immer so einen leichten marmorierten Effekt. Das ist einfach deshalb, wenn ihr verschiedene Sticks hintereinander reinladet in die Pistole, dann habt ihr natürlich immer auch so kleine Reste. Mich stört es aber persönlich nicht. Wenn man wirklich sortenreine Wachssiegel haben möchte, dann empfiehlt es sich sowieso, mit einem Stöfchen zu arbeiten. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. Stöfchen wird es auch noch geben. Die kommen aber etwas später in den Shop. Genau. Also Farbe Silber. Dann gibt es die Farbe Schwarz.
könnte hier, da hatte ich dann auch mit Rot gearbeitet, deswegen ist hier noch so ein ganz leichter Rotakzent mit drin, was ich aber sehr, sehr schön finde. Das ist dann dieses Wachs hier. Dann gibt es einmal reines Weiß. Das ist dann dieses hier. Die Farben findet ihr auch immer hier unten auf der Packung. Und in dieser Verpackung sind immer 6 Stück drin. Genau. Und ihr seht schon, am besten jede Farbe einmal. Und am besten sogar 2 Packungen, weil wenn man einmal angefangen hat, die machen so süchtig, da ist so schnell so eine Packung weg. Und zack, alle weg. Genau. Dann gibt es hier die Farbe Transparent. Das ist einmal diese hier. Dann gibt es das Blau. Das ist hier auch so ein richtig tolles, irisierendes Blau. Also wirklich wunder, wunderschön. Das ist dann dieses hier. Dann gibt es hier noch ein wunderschönes Babyblau. Das nennt sich jetzt Frost. Und das ist auch, oh, das ist so schön. Also in der Kamera ist es immer ein bisschen schwierig, das auch so einzufangen. Aber das hier ist auch so eins meiner Lieblingssticks gewesen. Ihr seht, ich habe es auch schon ausgiebig genutzt, denn ich habe nur noch 2. Das ist dann einmal das hier. Dann geht es weiter mit der Farbe Rot. Also ich warte hier noch auf so einen Ring, deswegen das nur provisorisch. Das ist hier die Farbe Rot. Auch irisierender Farbton. Super, super schön. Dann hier so ein Babyrosa. Nennt sich hier in dem Fall aber Blütenrosa. Auch ganz toll irisierend. Und dann gibt es noch 2 Farben, die ein bisschen matter sind. Und nicht so diesen irisierenden Effekt haben. Das ist einmal hier die Farbe Petrol. Also diese hier. Und einmal die Farbe Buttermilch. Da habe ich jetzt leider keinen Sortenreihen hinbekommen, weil da hatte ich die 2 hintereinander. Und da ist dann auch nach dem zweiten Stick immer noch grün mit dabei gewesen. Das wäre dann jetzt so eine Farbe, die man besser vielleicht im Stövchen bearbeitet. Genau. Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch die Farben wunderbar miteinander mixen. Und habt dann immer so einen Marmoreffekt. Ich habe auch noch einige von den Siegeln schon fertig hier, weil wenn man eben die Pistole einmal anschmeißt und verschiedene Farben auch ausprobieren will, dann bekommt man schon aus einem Stick, würde ich sagen, so 5 bis 6 Siegel raus. Das heißt, pro Stick kann man schon sagen, ja, bekommt man einiges raus. Und deswegen hat man dann auch relativ schnell einige von den Siegeln. Genau, ich würde sagen, ich mache mal alles ready dafür, dass wir starten können. Und ich zeige euch so ein bisschen, was ich als Idee hatte oder beziehungsweise was man so mit den Siegeln machen kann. Und wir legen einfach mal los und schauen, was bei rauskommt. Ich habe mir alles soweit mal vorbereitet. Ich habe mir hier noch eine Silikonmatte hingelegt. Das ist ganz praktisch, wenn man mit Wachssiegeln arbeitet, so eine Matte zu haben. Da lassen sich die Wachssiegel super von loslösen und kleben nicht irgendwo fest. Und deswegen kann ich so eine Silikonmatte immer auch noch empfehlen. Und ich wollte euch mal zeigen, was ich gemeint habe mit Stövchen. Es gibt hier solche Teile mit solchen Löffeln, wo ihr theoretisch und auch praktisch die Wachssticks könntet ihr, wenn ihr wollt, zum Beispiel klein schneiden und dann hier so kleine Nuggets reinlegen. Es wird aber auch noch zu den Sticks solche Nuggets geben, denn es wird auch noch ein Stövchen geben. Die kommen aber etwas später in den Shop. Und deswegen macht es eigentlich immer Sinn, beides zu haben. Stövchen als auch Siegelpistole finde ich sehr sinnig, weil auch wenn ihr Reste habt, ne, also nicht jedes Siegel gelingt vielleicht, es ist auch am Anfang ganz viel ausprobieren. Welche Menge brauche ich? Wie muss ich denn das Siegel reinstellen, damit das außenrum ein schöner Kranz wird? Also es ist am Anfang, gerade wenn man gar keine Erfahrung damit hat, wirklich ein bisschen ausprobieren. Und wenn ihr so ein Stövchen habt, dann ist es einfach perfekt, weil ihr dann da die Reste reinschnibbeln könnt und dann einfach hier unten drunter wird dann ein Teelicht gestellt und dann wird das hier erhitzt und dann wird das hier auch ein flüssiges Wachs und dann könnt ihr das hier einfach so aus diesem Löffelchen gießen. Das hat hier vorne nämlich so eine Einkerbung und dann könnt ihr das hier so rausgießen und dann genauso wie mit der Pistole auch einmal den Siegelstempel reindrücken. Genau. Deswegen, sowas kommt auch noch in den Shop, dauert aber noch. Aber ich wollte euch zumindest schon mal sagen, dass das auf jeden Fall auch sinnig ist, das dann zu haben.
So, und jetzt bauen wir uns einmal hier so einen Siegelstempel zusammen. Ihr bekommt einmal hier so einen Siegelgriff. Das ist hier so ein Holzgriff mit einem Gewinde, wenn ich es hier rauskriege. Der ist aus Holz, genau, ein Stück. Und das hat hier oben so eine Kappe, damit hier dieses Gewinde so ein bisschen abgedeckt ist. Könnt ihr abmachen, könnt ihr dann zur Seite legen. Und dann habt ihr hier einmal die Siegel. Und in dem Fall nehmen wir jetzt mal den Siegel, der gar kein Motiv hat. Denn ich habe mir hier mal ein bisschen so Blümchen getrocknet. Das war aber eher so, ich brauche noch ein paar Blümchen. Ich trockne die mir mal kurz über Nacht. Also ist jetzt nicht ganz perfekt. Da gibt es mit Sicherheit bessere Blümchen oder man muss sie einfach ein bisschen länger trocknen, aber es geht ja eher mal darum, euch das zu zeigen. Ich habe mir Designpapier rausgesucht, denn es gibt auch da eine Möglichkeit, wie man damit arbeiten kann. Und ich habe mir noch hier solche Flakes rausgesucht, denn auch da kann man super coole Sachen mitmachen. Und als letzte Variante habe ich hier solche Gold- und Silberstifte von Edding, denn damit kann man auch noch richtig cool die Motive bearbeiten. Deswegen, ich versuche euch das mal so gut ich kann zu zeigen. Bin wie gesagt selber kein Profi, aber ich denke, das kriegen wir hin. Genau, also wir nehmen heute den Blanko-Siegel, der nennt sich, wie nennt er sich, Moment, der nennt sich Siegelkopf. Nennt er sich Siegelkopf? Ne, die nennen sich alle Siegelkopf. Ah, hier, der nennt sich Blanko. Der hier ist nämlich der kleine Regenbogen. Der sieht dann so aus. Ist aber, wie gesagt, kein Bestandteil vom Mittwoch-Spezial. Mittwoch-Spezial ist nur die Pistole und das Wachs. Die ziehen am Freitag in den Shop ein. Und deswegen zeige ich sie euch auch erst am Freitag. Aber sie sind sehr schön. Aber wir brauchen ja jetzt auch einen zum überhaupt loslegen. Also, ihr schraubt euch das hat dann hier das Gegengewinde. Ihr schraubt euch das hier einmal zusammen, dass das auch gut fest ist. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Die sind meiner Meinung nach auch genormt. Also ich habe auch andere davon. Und bisher konnte ich sämtliche Siegel vorne drauf schreiben. Schrauben. Mann! Okay, so. Das heißt, ich kann die Pistole einmal anmachen. Das heißt, hier ist ja der An- und Aus-Knopf. Ich mache jetzt hier einmal an. Dann leuchtet hier hinten ein Licht auf. Wenn die Pistole heiß genug ist, dann fängt das an zu blinken. Was man aber schon mal machen kann, ist, hier ist jetzt noch ein bisschen Blau vorne drin, also dieses Babyblau ist noch drin von dem letzten Mal, wo ich sie benutzt habe. Und ich möchte jetzt aber, dass wir möglichst hell arbeiten. Das heißt, ich gebe jetzt hier einmal schon einen weißen Stick rein und dann werde ich versuchen, hier mit Transparent noch zu arbeiten. Und deswegen einmal hier den weißen Stick reingeben. Das ist auch wichtig, das zeige ich euch aber gleich, dass ihr, je nachdem wie viel Siegel ihr schon gemacht habt, werdet ihr merken, der Druck lässt nach. Und dann müsst ihr immer einfach einen Stick nachschieben. Und vorher am besten schon überlegen, wie die Siegel aussehen sollen. Weil es gibt halt mindestens 3, 4 Stück, die wirklich gemischt sind von der Farbe. Deswegen vorher überlegen, welche Mischung gefällt euch. Oder ihr sagt halt, okay, ich mache nur sortenreine, dann müsst ihr halt immer wieder die gleiche Farbe nachschieben. Genau, die Varianten gibt es. Dann könnt ihr das hier einfach mal so hinstellen und müsst ein bisschen warten. Denn umso heißer das wird, umso besser lässt sich das Wachs verarbeiten. In der Zwischenzeit, ich würde nämlich sagen, womit starten wir denn? Wir starten mal mit den Flakes, weil ich werde da jetzt noch ein bisschen Blau dabei haben, wird es wahrscheinlich auch nicht der Hammer sein mit Gold hier, aber es geht ja auch wirklich darum, es euch zu zeigen. Den können wir mal da hinstellen. Ja, genau. Später machen wir noch einen mit Motiv, würde ich sagen. Oder mache ich jetzt einen mit Motiv, weil jetzt habe ich ja Blau und dann das Gold. Auch wir machen mal einen mit Motiv. Dann nehme ich jetzt hier das Häuschen, das ist auch so super süß. Das nennt sich kleines Häuschen. Am Ende habt ihr doch schon alle gesehen, aber ihr habt sie eh schon gesehen. Wer bei Instagram ist, der hat vielleicht das Reel von mir schon gesehen. Und da habe ich die ja auch schon gezeigt, also von daher. So, dann machen wir erstmal das Häuschen. Also ihr seht, einfach draufschrauben. Und jetzt warten wir, es blinkt hier noch nicht. Das heißt, es ist noch nicht die
Hitze erreicht, die wir gerne hätten. Ihr könnt dann auch, wenn ihr jetzt keine Glasunterlage habt oder irgendwas, stellt es halt irgendwie hier drauf. Also die Pistole tropft an sich nicht. Ich habe noch eine andere Sigi-Pistole, die tropft wirklich. Also da läuft richtig das Wachs raus. Bei der ist es natürlich auch so, dass es irgendwann so kleine Fäden zieht. Aber das ist auch nicht schlimm, weil die könnt ihr dann einfach abziehen. Wenn es größere Reststücke zum Beispiel sind, dann sammelt die einfach irgendwo. Ihr könnt die dann im Stövchen einfach nochmal erhitzen und dann geht das auch nicht verloren, das Wachs. Ne? Weil das wäre auch ein bisschen schade, wenn das dann für die Mülltonne ist. Also auch Ausschussware, also ich kann es euch mal kurz zeigen. Das sind jetzt alle die, die was geworden sind. Und da habe ich zum Beispiel auch hier schon mal was probiert. Da habe ich nämlich hier auch Nylongarn mit rein gewurstelt. Seht ihr vielleicht hier? Dann könnt ihr die auch echt als Anhängerchen benutzen. Ne? Oder könnt ihr, wenn ihr ein Geschenk habt, einfach drumherum binden. Und das finde ich auch eine sehr coole Sache. Das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Und ihr seht ja auch, das Nylongarn drückt sich hier auch nicht durch. Ne? Also das ist hier wirklich jetzt bombenfest. Und ihr könnt das als Geschenkanhänger, als alles Mögliche machen mit so einem Band. Kann ich euch auch gleich noch zeigen. Ja. Also ihr seht, ne, man kann da schon so einige mitproduzieren. So, aber ich hoffe jetzt, dass das jetzt hier gut ist. Es blinkt jetzt noch nicht, aber wir versuchen es mal. Und zwar gebe ich mir jetzt hier einfach mal, ja, ist schon so weit flüssig. Also achtet auch darauf, wenn ihr euch das Wachs rauspumpt, dass das immer schon eine rundliche Form hat, weil umso schöner wird dann auch euer Siegel. Ich mache jetzt mal ein ganz normales Blanko. Das heißt einmal hier rein. Und dann einfach so stehen lassen. Das ist auch, wie gesagt, ein bisschen Übungssache, ne? Also jetzt ist hier der Rand ein bisschen dick und hier fehlt es ein bisschen. Die ersten sind jetzt vielleicht nicht immer die schönsten, aber umso länger man das macht, umso mehr man probiert, umso schöner werden die dann eigentlich immer. Das kühlt auch relativ schnell wieder aus und man kann das dann schon entfernen, ne? Ich kann das jetzt schon wegnehmen, aber ich würde es jetzt noch nicht anfassen, weil der Rand ist wahrscheinlich noch flüssig. Aber ich kann schon zumindest schon mal das hier wieder entfernen und kann dann hier an einer anderen Stelle einfach den nächsten Haufen setzen und versuche jetzt wirklich rund zu bleiben, weil der eben war jetzt nicht ganz so rund. Der ist jetzt perfekt rund. Da ist auch noch eine andere Farbe mit drin, aber auch vom Rot, aber ich finde das wirklich sehr schön. Dann nehmt ihr hier diesen Stempel und drückt ihr nicht so fest rein, sondern erstmal ganz langsam, bis ihr merkt, unten drunter das Wachs verteilt sich und dann lasst ihr das einfach los. Ne? Und dann drückt sich eben dieser Rand selbstständig so raus. Man hätte jetzt auch hier ein bisschen weniger Wachs nehmen können, weil dann wird der Rand auch ein bisschen filigraner. Auch Geschmackssache, das kann man auch anders noch machen. Genau. So, jetzt komme ich langsam in die Richtung weiß. So, und jetzt habt ihr das. Jetzt habe ich hier keinen Druck mehr. Ne? Ihr merkt, da ist jetzt nichts mehr. Hier fehlt mir jetzt der nächste Stick. Also habt immer einen Stick parat, wo ihr dann nachschieben könnt, weil sonst habt ihr keinen Druck mehr und es fehlt euch vielleicht aber noch Wachs. So wie jetzt in meinem Fall, da hätte jetzt vielleicht noch einmal Pumpen gefehlt. Und jetzt hat er aber keinen Griff bereit. Und jetzt schiebe ich mir den hier schon einmal rein. Und dann wird hier wieder dieser Druck aufgebaut. So. Und dann könnt ihr das hier auch ganz einfach runternehmen. Und habt hier so einen wunderschönes Siegel. Aber auch die hier. Auch die, die jetzt nicht ganz so perfekt sind, finde ich super schön. Ne? Also hier ist ja das Motiv und alles gut zu sehen, aber jetzt ist der Ring nicht so perfekt, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. So, dann habe ich hier einmal noch weiß und da ist noch so ein ganz kleines bisschen rot mit drin. Ihr müsst aber auch aufpassen, diese Teile hier sind auch heiß. Ne? Das ist ja klar. Das Wachs ist heiß, das ist hier Metall. Metall nimmt die Hitze auf, also ihr dürft da nicht irgendwie so dran fassen, da verbrennt ihr euch wirklich. Also sehr vorsichtig bitte sein. Genau, und jetzt versuche ich mal einen Blanko zu machen. Oder nee, wir machen das Haus und machen aber die Flakes rein. So, ich habe hier nachgeladen, drücke mir das jetzt hier wieder raus
Ich mache das manchmal so, dass ich hier hinten, wenn der Stick noch zu lange raussteht, den noch so ein bisschen halte. Ist aber auch wahrscheinlich Übungssache, muss man nicht unbedingt machen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel so Sachen reinmachen wollt wie Flakes, dann nehmt ihr euch jetzt hier einfach diese Flakes und gebt die in dieses flüssige Wachs oben mit rein. So zum Beispiel, dass das hier so ein bisschen drin ist. Nehmt euren Siegel und drückt es hier einfach rein. So. Das war jetzt schon fast, war ich ein bisschen zu langsam. Also mit Wachs muss man auch relativ flott arbeiten, weil wenn das dann schon trocken wird, dann könnt ihr diesen Stempel nicht mehr so gut reindrücken und dann ist auch nicht so toll. Jetzt mache ich aber wirklich mal ein paar Blanko. Mal gucken, kriege ich da schon raus. Weil das gefällt mir mit den Flakes in Blanko ein bisschen besser. Deswegen mache ich jetzt hier mal Blanko. Leg den hier mal da oben hin. Jetzt hier so einen richtig guten Kreis. Gib mir hier von diesen Gilding Flakes. Die gibt es ja auch als Billigvarianten, wenn man jetzt nicht die teuren von Nuvo reinlegen will. Kann man auch billigere reinnehmen. Und dann einmal den Blanco hier rein. Also ich muss auch immer noch üben. Ich habe immer irgendwie so dicke Wülste, was ich jetzt auch nicht so schön finde. Aber das war jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel Wachs. Ich muss mir schon einen transparenten. Ich wollte ja eigentlich transparent machen. Ich kann jetzt auch hier, das sollte man aber. Also ich habe das jetzt hier rausgezogen, müsst ihr aufpassen, der war eigentlich schon zu viel drin gestocken. Eigentlich hätte ich es eher erst erkalten lassen müssen. Das war jetzt nicht so clever. Aber wenn die noch nicht so geschmolzen sind, dann kann man die auch noch mal rausnehmen, aber der war jetzt schon sehr geschmolzen, deswegen war das eigentlich nicht so clever. Ich stelle den mal hier oder ich lege den mal so hin, dass der hier wieder trocknet. Weil eigentlich wollte ich nämlich nicht weiß weitermachen, sondern transparent. So. Okay. Dann habe ich hier ein paar Blümchen. Also das, was davon noch übrig ist, habe ich mal hier. Nee, bei mir, seht ihr das? Hier sind so kleine Blümchen. Ihr könnt zum Beispiel auch Potpourri nehmen. Also der ist mir jetzt auch nicht so gut geglückt, muss ich sagen, weil der ist mir hier zu wulstig. Aber ich finde das ganz schön hier mit diesen Flakes. Aber jetzt würde ich gerne mal einen versuchen mit Blümchen. Habe ich nämlich selber auch noch nicht probiert. Schauen wir mal, ob das was wird. So, jetzt ist hier Schicht im Schacht, weil ich nämlich den einen Stick rausgezogen hatte und der andere noch nicht heiß genug ist. Versuchen wir mal hier dieses Blümchen. Legen wir hier so rein. Und dann hier mit dem flachen mal drüber. Also man rutscht da auch so ein bisschen manchmal dann mit diesem Siegelstempel hin und her. Deswegen ist das manchmal auch so wulstig. Aber ja, ich finde es jetzt nicht schlimm. Bisschen warten. Warten ist auch sowas. Ist nicht meine Stärke. Deswegen habe ich mir manche auch schon versaut, weil die brauchen halt doch auch ein bisschen, bis der Rand dann auch irgendwann mal. Ah, seht ihr, der Rand ist noch nicht richtig und ich fuchtel hier schon rum. Aber ich will es euch ja halt auch zeigen. Ne? Also so kann das dann aussehen, wenn da so ein Blümchen mit eingearbeitet ist. Aber ich glaube, das kriegt man auch besser hin. Noch nicht so, wo ich sage, yeah. Aber eigentlich brauche ich schon wieder den nächsten Stick, weil ich ja den einen rausgezogen hatte. Dann habe ich hier. Noch ein bisschen Blümchen.
Also ich muss mir da selber auch immer noch ein paar bessere Blümchen besorgen, als die, die ich da jetzt auf die Schnelle getrocknet habe. Also da ist der Ring wieder ein bisschen besser, aber auch noch nicht so 100%. Naja. Dann gibt es noch die Variante, habe ich mir hier einen Kreis, Handstanze als Kreis. Ich habe jetzt mal 1 Inch genommen. Da könnt ihr euch zum Beispiel mit von Designpapier einfach hier was ausstanzen. Oh, jetzt ist was runtergefallen. Moment. Das hier. Da wo ein bisschen was mit Motiv ist. Das hier. Mal gucken. Ja, das ist schon ein bisschen schöner geworden, ne? Also, den finde ich jetzt ganz schick. Also überhaupt die mit den Blümchen sind schick. Ich glaube, ich mache jetzt noch einen mit Blümchen, weil ich brauche für das hier mit dem Designpapier, brauche ich wirklich einen transparenten. Deswegen schiebe ich hier noch einen nach. Also ihr könnt jetzt auch hier schön sehen, das ist der Rest, den ich hatte von Blau, wo doch in der Pistole drin war. Und ich habe jetzt von den Weißen, habe ich so 5 Stück rausbekommen. Aber ich hätte mit Sicherheit auch 6 rausbekommen, hätte ich jetzt hier nicht so dicke Wulstränder gemacht. Aber ja, ich habe ja gesagt, ich bin selber auch kein Profi. Also von daher. So. Das geht so. Und dann mache ich hier nochmal einen mit Blümchen. Mit diesen zarten Blümchen, da stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so die super Lösung, aber geht hoffentlich noch. Alle Reste, die ihr so habt, sammelt die. Ihr könnt die dann alle in das Stövchen reinschmeißen und einfach erhitzen. Dann geht euch da echt nichts verloren. Dann, jetzt bin ich eigentlich schon sortenrein hier mit dem Transparenten soweit. Und jetzt könnt ihr euch hier euer Designpapierstück nehmen und ordentlich hier auf das Papier das Wachs geben, so dass das ungefähr alles fast überdeckt. Dann könnt ihr hier einmal auch mit dem Blanko drüber gehen. Also es ist doch, es ist sogar noch was geworden hier. Sieht doch ganz nett aus. Also die mit dem Blümchen finde ich schon ganz schick. Ich müsste nur mehr Blümchen da noch reinschmeißen. Und dann mache ich jetzt gleich mal einmal den hier noch. Das ist ja dann der gleiche wie der hier. Das habt ihr dann hier drunter, das Designpapier. Gucken, ob es schon einigermaßen angezogen ist. So. Na, und dadurch, dass es hier so milchig ist, könnt ihr dann das Designpapier hier unten drunter so grob noch sehen. Es müsste natürlich noch ein bisschen klarer sein, aber mit diesem Transparenten wird es schon zumindest ein bisschen ersichtlich, dass da unten drunter ein Designpapier sich befindet. Es ist aber auch immer noch weiß mit drin gewesen. Das hier ist jetzt schon noch mal ein bisschen besser, weil das noch ein bisschen transparenter jetzt ist. Genau. Und da können wir das jetzt, wir tauschen jetzt gleich noch mal. Wir nehmen noch mal den Regenbogen, also diesen hier. Ist auch ein richtig toller, ein tolles Siegel. Hier mit diesem kleinen Regenbogen. Das finde ich auch wieder perfekt für Babygeschenke. Anhänger machen, Geschenke damit verpacken. Richtig schön. So, also hier sieht man das Blütenthema noch mal ein bisschen mehr. Wir können die uns aber auch gleich noch ein bisschen aufhübschen, weil wir haben ja noch die Eddingstifte. Das zeige ich euch gleich. Also aufpassen, hier ist heiß. Und dann haben wir hier einmal den Regenbogen.
Dann nehme ich hier nochmal von dem Designpapier. Nehmen wir hier mal noch was mit Grün. Das ist noch was Helles. Einmal hier. Okay. Und jetzt haben wir hier den Regenbogen. Loslassen. Also ihr dürft die auch nicht so richtig reindrücken. Ne? Das ist so, ihr merkt es dann, wenn ihr die reinsetzt, das Wachs verteilt sich dann, das quillt so ein bisschen zur Seite raus. Und dann, wenn das so sich außenrum gebildet hat, dann könnt ihr loslassen. Aber auf gar keinen Fall zu feste drücken. Das ist eher so nur ein Reinhalten und dann warten, bis das Wachs sich so ein bisschen verteilt. Ja, sehr schön. Zeige ich euch gleich, wenn es getrocknet ist, ein bisschen näher. Wir werden uns den nämlich gleich noch mit einem Stift bearbeiten. Das ist nämlich auch eine richtig tolle Variante, um auch manche Motive ein bisschen ja, mehr hervorzuheben. Weil wenn man sie nicht so richtig sieht, manchmal will man das ja, dass man die Motive ein bisschen weniger sieht, aber manchmal möchte man sie auch mehr wahrnehmen. Es gibt auch noch super andere Varianten. Ihr könnt zum Beispiel aus so einem Siegel was rausschneiden und setzt es dann nochmal ein und dann habt ihr so zweifarbige. Aber das ist wirklich auch nicht ganz einfach und ich möchte euch jetzt einfach mal nur die Standard-Einfach-Variante zeigen, wie ihr damit einfach mal loslegen könnt. Weil ich weiß es nicht, wie viele damit schon Erfahrung haben oder nicht. Deswegen, ich selber habe auch wenig Erfahrung, aber es macht ja auch einfach wirklich Spaß. So, da sieht man jetzt hier diesen Regenbogen einigermaßen. Und was können wir noch als Letztes machen? Ich würde noch mal einen hier mit den, nur mit den Flakes machen, also nur transparent. Dann können wir auch noch mal mit Gold nachlegen. Und man unterschätzt es. Aber Schwarz ist wirklich eine richtig tolle Farbe, wenn ihr mit den goldenen Eddings drüber geht. Ich überlege gerade, ob ich euch doch nochmal Schwarz zeige. Ich zeige euch lieber nochmal Schwarz, weil nach Schwarz kann ich auch nochmal Gold reinmischen. Aber mit Schwarz kann man auch richtig tolle Sachen machen. Weil Schwarz ist ja immer so, nee, Schwarz ist Siegel oder überhaupt Schwarz. Aber doch, das kann was. So, jetzt habe ich hier wirklich das Transparente. Das meine ich, jetzt bin ich hier wirklich Sorten rein wieder. Ne? Jetzt habe ich hier nichts mehr mit reingemischt. Wenn, dann sind es nur so leichte Glitzerpartikel. Aber das stört mich überhaupt nicht. Einmal hier ablassen. Kurz warten. In der Zwischenzeit zeige ich euch jetzt mal. Hier ist ja jetzt dieser Regenbogen. Und jetzt haben wir hier verschiedene Edding-Stifte. Die kommen auch am Freitag in den Shop mit rein. Das sind so Paint-Marker. Und ich nehme jetzt mal hier die dünneren. Das sind ein bisschen dickere und dünnere. Und dann könnt ihr hier diese Eddings nehmen und einfach hier über die Motive drüber fahren. Ich muss vielleicht mal ein bisschen vorher schütteln, damit die Pigmente ein bisschen mehr rauskommen. Könnt ihr auch natürlich andere Eddings-Stifte nehmen. Ich muss mal hier kurz pumpen. Die Farbe ist hier nämlich ein bisschen. Dann könnt ihr hier die Motive einfach mit einem Edding nachfahren. Das geht auch ehrlich gesagt ganz gut. Das Herzchen hier. Könnt ihr auch mehrmals drüber, weil jetzt sieht man es zwar schon ein bisschen, aber ich glaube, wenn ich einmal noch warte, dann kann man das noch mal ein bisschen besser sehen. Mit Schwarz sieht man sowieso noch mal besser. So, jetzt habe ich hier einen ganz transparenten, finde ich auch richtig schön. Und jetzt will ich noch mal einen mit Flakes machen. So, hier mischt sich schon ganz leichtes Schwarz mit rein. Also ganz zart nur.
Goldflakes. Also ihr seht schon, das macht süchtig hier. Man hat aber auch relativ schnell ganz viele fertig. Ich glaube, ich möchte noch einen mit Blumen dann danach machen. In der Zeit versuche ich noch mal, ob ich hier noch mal ein bisschen mehr Farbe drauf kriege. Irgendwie wischt es die Farbe eher weg. Beim Gold hat es irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Ich zeige euch das mal kurz. Bei dem Goldenen hatte ich nämlich hier diese Blümchen verwendet und habe auch dieses Gold drüber gemacht. Und da kann man das richtig schön sehen. Hier, das ist auch richtig cool. Da sieht man natürlich auf den ersten Blick jetzt nicht, dass das ein Regenbogen ist. Das sieht man dann eher nur, wenn man hier so ein bisschen das dreht. Aber trotzdem finde ich, hat es was. Man hätte natürlich auch gucken können, dass man die Flakes nur außen hat und das Motiv innen eher, ja, dann damit zur Geltung kommt. Aber das ist immer alles Geschmackssache. So. Ja, jetzt kommt das erste Schwarz mit raus. Und ich möchte aber hier jetzt noch ein paar Blümchen reinschmeißen. Müsste man wahrscheinlich auch einfach mit Pinzette vielleicht besser machen, anstatt wie ich hier mit der Hand reinstopfen. Jetzt habe ich hier natürlich den falschen Kopf drauf. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil sonst wird das Wachs zu hart. War es nicht ganz so sauber geglückt, weil ich jetzt hier wieder ein bisschen verschoben bin. Einmal hier das nächste. So, jetzt bin ich, dadurch, dass ich ja vorher transparent hatte, bin ich jetzt hier schon direkt mit dem Schwarz, ich nenne das immer Sortenrein, keine Ahnung, ob man das so nennt, aber ich nenne das halt so. Dann nehmen wir hier nochmal das Häuschen, weil es gerade da liegt, und gehen hier nochmal rein. So, da ist jetzt auch nichts, aber die müssen ja auch nicht immer perfekt geschlossen sein. Ne? Also hier war es ja auch nicht perfekt geschlossen, ist trotzdem schön. Also, obwohl das jetzt hier man gar nicht so viel sieht, aber ich finde, das hat auch irgendwas hier mit dem Blümchen. Also ich finde das irgendwie gar nicht so schlecht. Hat was. Kann man zum Beispiel auch Trauerkarten mit bestücken. Ne? Wenn ihr einen Umschlag habt, wo ihr was reinlegt, dann könnt ihr hier so ein Siegel benutzen, um das zu schließen. Sieht auch immer sehr edel aus. Ich mache jetzt dann nach Schwarz, gebe ich jetzt Gold noch mit dazu, weil Schwarz und Gold ist auch eine wunderschöne Kombination. Also ich könnte heute auch stundenlang das mit euch fortführen, weil das einfach, da gibt es so tolle Kombinationen. Ihr könnt so viel ausprobieren. Ja, das sind wirklich euren Ideen keine Grenzen gesetzt. Ich nehme jetzt hier mal nochmal die Blümchen, wenn ich mich beeile, weil. Oder nee, ich mache jetzt hier nochmal Flakes. Ihr seht schon, ich bin hinher. Man hat irgendwie auch so tausend Ideen. So, geh raus. Dann hier nochmal schnell. Das ist jetzt schon fast zu feste. Da war ich jetzt ein bisschen zu langsam, weil ich jetzt fünfmal überlegt habe, was ich jetzt mache. Erstmal hier ein bisschen aufräumen noch. Das Häuschen. Es ist ganz viel Spielerei, aber es macht super viel Spaß. Ja. Nicht schlecht, aber habe es mir besser vorgestellt. So, einmal noch die Blümchen. Schön rund. Einmal rein.
Der wird gut. Der ist ja perfekt. Also man wird auch von Mal zu Mal etwas besser. Aber die Ausbeute ist ja schon gar nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Und ihr seht, die Pistole, die tropft überhaupt nicht. Ich habe jetzt noch eine zweite Pistole und ich hatte noch gesehen, man könnte auch zweifarbig arbeiten. Das heißt, auf der einen Seite zum Beispiel Gold und auf der anderen Seite zum Beispiel Schwarz. Jetzt habe ich hier zu viel gedrückt. Ich sollte es vielleicht einfach lassen. Jetzt schon wieder so ein bisschen oval. Das war jetzt eigentlich wieder nicht richtig rund. Aber geht vielleicht noch. Also der ist jetzt richtig gut geworden, ne? Der ist richtig schön rund. Das Motiv ist gut zu sehen. Und da können wir jetzt noch mal mit dem goldenen Edding oder auch mit dem silbernen, ist eigentlich egal. Wir können auch mal eins mit Silber machen. Kann man hier einfach über die Linien drüber, vorsichtig. Also es geht auch wirklich super. Darf man natürlich auch nicht wie ein Bauer drauf drücken, aber wenn er das so nur so leicht drüber fährt, dann fährt das echt nur das Motiv nach und dann sieht man das halt richtig schön. Und dann einmal den Stiel. Richtig schön. Seht ihr das? Richtig schön. Genau. So. Ich würde sagen, die Pistole mache ich mal aus. Denn die Varianten, die ich jetzt mal so als Idee hatte, wo ich euch zeigen wollte, habe ich euch eigentlich jetzt alle mal gezeigt. Das ist jetzt einfach dann auch ein bisschen Spielerei. Den kann man hier rausholen. Oh ja, für das, dass es oval war, ist es aber trotzdem noch ganz gut geworden. Kann man auf jeden Fall verwenden. Genau. Also, ihr Lieben, das Mittwochspezial kommt wieder ab 19 Uhr in den Shop. Und in den Shop kommt als Mittwochspezial diese Pistole und das Wachs. Alle anderen Sachen kommen dann am Freitag oder wie das Stiftchen, das kommt noch ein bisschen später. Aber jetzt für euch, was, dass ihr wisst, was kommt. Am Freitag gibt es dann diese ganzen Siegelstempel. Da gibt es auch noch einen, den ich nicht habe. Da gab es noch ein Häschen, das hatte ich aber nicht mitgenommen. Und dann gibt es hier noch ein Bötchen. Aber ich zeige euch die auch alle noch mal am Freitag dann genau. Für die, die jetzt vielleicht das Mittwochspezial da nicht gesehen haben. Genau, die Griffe kommen. Und diese Edding-Stifte kommen auch. Genau. So. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Produktreihe. Sie ist wirklich wunderschön. Und ich bin auch gespannt, was ihr dann damit zaubern werdet. Und in diesem Sinne sage ich, wir hören uns am Freitag. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.